Und herzlich willkommen zurück zu Dungeons 2 mit meinem Pornopalutz von BHB Already. Ja, wir stehen vor einer neuen Mission. Gucken wir uns ganz kurz die Kampagne an. Fliehen konnte, war die Horde weiterhin auf einem glorreichen Siegeszug. Gut. Nun war die Zeit gekommen, ein Zeichen zu setzen und mit einer besonders abscheulichen Bösartigkeit die Kreaturen der Horde zu inspirieren. Dazu zog die Horde tief in die wohlhabenden Herzlande der Allianz, um dort ein Wesen zu jagen, dessen zuckersüße Güte und Herzlichkeit einem Ork die Hauer abfaulen ließ. Ein Einhorn. Okay. Besetzt die Wall Street, heißt es hier. Okay, whatever. Dann tun wir das doch ganz einfach. Ja, es läuft bislang doch sehr gut mit unserer Dungeon-Bauerei. Der Fürst der Finsternis, das absolute Böse, muss wohl oder übel sehr stolz auf uns sein. Bislang haben wir es hier in diesem Spiel noch nicht überwiegend verkackt. Und ich gehe davon aus, dass das gut ist. Auch wenn es eigentlich schlecht ist, weil wir wollen ja eigentlich böse Dinge oder schlechte Dinge hervorbringen. Das können wir nicht tun. Viele Goblins und Nagas hatten sich in der Armee des militärischen Bösen eingefunden. Zufrieden war es aber trotzdem noch nicht. Um sich weiterzuentwickeln, würde es einer besonders widerwärtigen Tat bedürfen. In diesen Landen lebte ein feenhaftes und bezauberndes Wesen, dem die Herzensgüte aus allen Poren tropfte. Der Tod des Einhorns würde die Horde zu Größerem inspirieren. Außerdem würde sich sein Kopf sehr gut über dem Kamin machen. Das finde ich auch. Oh. Allerdings war diese Kreatur nicht nur stark, sondern ihr wohnte auch eine Magie inne, oh, selbst den bösartigsten Ork zu besänftigen und auf seine Seite zu ziehen in der Lage war. Hier würde es Hilfe brauchen, um die Horde nicht in einen Haufen jämmerlicher Blümchenkettenbastler zu verwandeln. Okay, also so wollen wir jetzt also anfangen zu spielen. Guck mal ganz kurz nach, wir haben bereits schon eine Destillationsstation, wir haben bereits schon eine Baracke, wir haben eine kleine Schatzkammer, das wollen wir gleich mal ändern, indem wir sie entsprechend vergrößern. So, und die können gleich mal anfangen hier abzubauen. Auch hier würde ich sagen, vergrößern wir gleich mal ein bisschen. So. Und ich merke, dass wir hier drüben sehr viele Gegner vor uns haben. Okay. Okay. Jetzt weiß ich nicht. Was sollen wir tun? Also wir haben die Destillation, wir haben ein bisschen Gold. Alles andere brauchen wir momentan nicht. Rüsten wir erstmal mit ein paar Orks auf, würde ich sagen. Einer und zwei, das reicht für den Anfang. Nur so als Grundverteidigung, denn ich möchte nicht unbedingt bei diesen Kerlen hier unbewaffnet entgegenkommen. Gerüchte besagten, dass es hier eine alte Höhle gab, die ehemals von Orks bewohnt worden war. Okay. Vielleicht würde das ultimative Böse dort seine Antworten finden. Ah ja. Das heißt, erstmal müssen wir versuchen, überhaupt rauszukommen. Und dafür, ja, widmen wir uns erst einmal unserem Dungeon selber. Ich möchte gerne hier noch ein bisschen weiterbauen, denn da unten komme ich definitiv nicht weiter. So, macht mal hier schön viel Platz. Vielleicht würde es die Gunst vorziehen. Nee, wir bleiben mal auf Nummer sicher. Es kommt noch Naga. Was brauchen wir denn für den Naga? Der ist nicht allzu teurer wie der Ork. Halt Fernkampfeinheiten. Ja, okay. Zwei Nagas. Bitte. Hallöchen, meine Teuerste. Willkommen im Verlies des besten Dungeon Lords aller Zeiten. So. Hier drüben können wir nicht weiterarbeiten, aber hier könnten wir noch erweitern, merke ich. Dann erweitern wir erst einmal hier drüben nochmal. Also wir haben noch ziemlich viel Arbeit vor uns. Ich würde es auch vorziehen, nochmal einen Schnodderling dazu zu holen. Denn mit vier komme ich... Da ist mir doch ein Absatz entwischt. Entschuldigung. Ja. Drei aufstrebende Allianzstädte befanden sich in der näheren Umgebung. Vormals handelte es sich dabei um Industriestädte mit geregeltem Handwerk, das goldenen Boden hatte. Doch die Bankenbranche hatte in den letzten Jahren geboomt und somit waren mittlerweile alle Bewohner im Bankensektor tätig. Vernetzt waren diese Städte über ein bewachtes Straßensystem, das gemeinhin als Wall Street bekannt war. Ist das von Belang? Ich glaube nicht. Okay. Also, wir haben es hier gleich mit drei unterschiedlichen Städten zu tun, die uns wahrscheinlich Helden entgegensetzen wollen, um uns zu vernichten.
Ja, okay. Meinetwegen. Whatever. Ihr kriegt mein Gold nicht. Vorher tötet ihr euch allesamt. Das kriege ich noch hin. Keine Sorge. Wir bräuchten einen leeren Raum für die Tüftler-Kabüse. Hier will ich allerdings noch nicht wirklich mich durchsetzen. Dann lieber hier oben. In der großen Hoffnung, dass hier kein boshafter Raum stehen wird. Oder nicht wieder eine Goldmine. So, wir bauen weiter und weiter und weiter. In einem geheimen Raum waren einige Kreaturen versteckt gewesen. Oh, holy shit! Ultimativen Bösen angeschlossen haben. Cool! Genauso darf das sein, Ladies and Gentlemen. Genauso und nicht anders, hatte ich mir das vorgestellt. Was kostest du denn eigentlich? 90 Gold bloß. Naja, das geht ja noch. Ja, hier. Setz dich rein und besauf dich, mein Freund. Denn die kommende Schlacht um die Mine steht bald bevor. Wir kriegen gutes Geld. Wir kriegen einigermaßen Mana. Ist ja abgebildet, wie viel wir horten können. 450. Das ist mir persönlich auch noch ein bisschen zu wenig. Gebe ich ganz ehrlich zu. Machen wir erstmal die simplen Sachen. Da war ich schon richtig jetzt vorhin. Schatzkammer vergrößern. Ja. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. So. Das hier wieder weg. Produktionsraum. Kristallkammer. Wie viel kostet das Ding? 40 Gold. Ja, das könnte mich jetzt mein ganzes Hab und Gut kosten, hier das zu entwerfen. Aber ich möchte lieber gleich eine große, fette Kammer haben hier drüben. Okay. Sieht alles relativ gut aus. Und ich würde sagen, bauen wir hier noch fertig. Staatshilfen hatten eine der bedrohten Banken in Form eines Goldesels erreicht. Solch eine gut funktionierende Finanzblase lockte neben den Bankstern auch immer Helden an, die ihre Beute aus dem letzten Streifzug einlagern wollten. Als dies getan war, marschierten sie zielstrebig auf den nächsten ihnen bekannten Dungeon zu. Dummerweise gehörte dieser dem ultimativen Bösen. Und dieses war ein Ziel, an dem sie sich die Zähne ausbeißen würden. Okay. Das ultimative Böse würde keinen weiteren Goldtransport zu einer der in Not geratenen Banken mehr durchlassen, um so ein zusätzliches Heldenaufkommen zu verhindern. Ja gut, okay. Ich fürchte, wir müssen etwas verfrüht anfangen. Gierige Menschen hier drüben machten dem geizigen Bösen im Untergrund den Platz streitig. Sie würden auf äußerst schmerzhafte Art und Weise lernen, dass das Böse niemals teilt. What the fuck? Wer schreit hier? Ja gut, ich sehe schon, wir müssen verfrüht anfangen, einen Angriff zu setzen. Aber machen wir erstmal hier drüben die Tüftlerhöhle fertig. Das sollte noch drin sein. Und ich habe vergessen, mir einen Schnodderling zu holen. Ja, ich habe genug Geld. Wir holen uns nochmal zwei Schnodderlinge, dann haben wir 6. Und 6 war eigentlich ziemlich gut. Gut, hier drüben läuft alles einigermaßen okay und sauber. So, nächste Karawane in 3 Minuten. Und 40 Sekunden. Und hier sind wir fertig. Gut. Wir haben ein bisschen Gold noch übrig. Nein, danke. Ich brauche die Tüftlerhöhle. Ja, das reicht mir jetzt natürlich wieder nicht ganz. Toll. Zahltag hatten wir bereits. Wo sind meine Goblins unterwegs hier? Ja, gehen wir hier ein bisschen schneller. Oh, nicht gut. Alle Nagas und alle Orks in Kampfstellung gehen, bitte. So. Die werden jetzt gleich hier reinkommen. Also, macht euch schon mal bereit. Tür ist offen. Haut drauf, was geht. In einem geheimen Raum waren einige Kreaturen versteckt Heilige Kacke. Gewesen, die sich dem ultimativen Bösen angeschlossen hatten. So, jetzt aber. Los geht's! Vernichtet die Feinde! Irgendwas ist gerade verreckt. Irgendwas von mir, um ehrlich zu sein. Die sind besser als sonst, merke ich. Die sind überwiegend besser als sonst. Aber das wird schon irgendwie hinhauen, nehme ich an. Hoffe ich. Hoffe ich. Videx ist gestorben. Oh nein! Die arme Videx. Also, ein Blick. Ich hoffe, ich erwische den richtigen. Ich dachte, versehen den falschen. Ich glaube, ich habe den richtigen erwischt. Hallo, jetzt. Fertig machen hier.
So. Gold läuft momentan, das gefällt mir. Die Tüftlerhöhle. Der letzte Arbeiter war aus der Goldmine vertrieben. Schön. Dieser Bereich des Untergrunds war nun fest in der eisernen Hand des ultimativen Bösen. Also in seiner Hand des Terrors. Neue Türen. Konnte er sich ja nicht groß bewegen. Ja, Tüftlerhöhle. So, den Rest nochmal fertig machen. So, dann kriegen sie einen Baumat. Habe ich überhaupt einen Goblins? Ja, ich habe 2 Stück. Dann werde ich mal sagen, bauen wir eine und 2 Stück wieder. So, dann wird es Zeit zum Tüffel. Wir brauchen auf jeden Fall Fallen. Dafür brauchen wir erstmal Werkzeugkisten. Ja, dann baut mal eifrig Werkzeugkisten hier drüben. Ich habe irgendwie wieder jede Menge Einheiten. Ich habe... Ja, gut. Es geht. Es geht. Ich werde die nächste Karawane wahrscheinlich noch nicht aufhalten können. Außer ich würde es jetzt tatsächlich wagen und da rausgehen. Oh, Wischak ist mein... Ist mein kleiner Roboter, Freund? Ach, nö. Na ja, gut. Geben wir ihm noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen Zeit brauchen sie. Schnüffel, wir brauchen mehr Bier. Schnuppi, lauf nicht dumm in der Gegend herum. Grisel, auf geht's. Meine Güte. Mach mal was hier. Zauber. Nein. Nicht du. Nein. Nicht ihr beide. Zauber entwickeln. Mana produzieren, ist mir scheißegal. Maximale Bevölkerungszahl erhöhen. Erstmal Zaubersprüche auskloppen hier. Ein Blitzschlag war bis jetzt immer gut. Den sollen sie gleich mal entwickeln. Und ansonsten würde ich sagen, läuft hier eigentlich alles relativ gut. Ja, mehr Gold, ihr kleinen Spinnelinge. Oh nein. Sie haben mir Bestes gegeben. Und die Höhle gehört wenigstens auch uns, muss man dazu sagen. Regenerationsrad, ja. Bank bedurfte staatlicher Hilfe. Sofort war ein Goldtransport auf der Wall Street dorthin unterwegs. Achso, jetzt kommt schon einer. Okay. Du kriegst das hier. Achso, die bringen das Zeug quasi von da unten nach da oben. Das ist schön. Und die kommen direkt an meinen... Es wäre nicht verkehrt, wenn ich jetzt mit ein paar Leuten da rausgehen würde. Aber, nee, ich glaube nicht, dass... Die bleiben da stehen. What the f... Okay. Wenn ich mich beeile. Schnell. Heilt sich. Nein, die brauchen wir jetzt aber mal nicht. Schnell. Rein da. Ab in die Oberwelt. Hi, wie geht's euch? Ach, das ist jetzt... Der arbeitet jetzt für mich, ja, das ist nett. Schnell, rüber da! Hallo, du bist ein böser Fuchs, merke ich. Weg damit! Naja. Ich meine, sie versuchen ihr Bestes zu geben. Das merkt man ihnen an. Danke. Schnell, rüber da. Oder sind die... Ich glaube, die sind schon längst weiter. Was? Nein, die sind hier! Hier sind sie! Ich habe meinen Zauber noch nicht, dummerweise. Das heißt, ich kann ihnen jetzt nicht helfen. Oh mein Gott, sind das viele. Oh, shit. Sind das viele Leute hier. Oh mein Gott. Gut, okay. Das war eher doof von mir. Das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Wie sieht's aus? Ich brauche Fallen, Leute. Genau, hier. Die Kisten brauche ich. Und der zweite könnte mir den Verdrescher noch basteln. Ja, das hat nicht so gut funktioniert, leider. Das war ein Fehlschlag. Kann mir eigentlich jemand sagen, warum ich immer noch unsichtbar bin? Gott verflucht. Okay. Es läuft ansonsten alles gut. Bis auf die Tatsache, dass wir jetzt diese Karawane nicht abhalten haben können. Es sollte trotzdem kein Problem sein. Wahrscheinlich werden wir jetzt danach nur überfallen. Aber immerhin, Wischak ist wieder mit von der Party. Wie sieht's mana-mäßig aus? Mana 100 und dann 500. Ja, mach mal. Ach, und jetzt habe ich also meinen Blitzzauber auch noch gekriegt. Schön. Super. Was will ich denn eigentlich mehr? Ich weiß momentan nicht, was ich hier unten am Dungeon noch großartig verändern sollte. Ich sollte weiter erkunden. So viel steht fest. Aber wohin?
Die beiden sagen, hier machen wir weg. Im Untergrund lag angeblich eine Höhle voller Spinnen, die einen Zugang zur Oberfläche bewachten. Ach wirklich? Das würde doch mal ein bisschen Interesse wecken. Na ja, gut, ansonsten würde ich sagen, funktioniert das meiste im Moment. Wir könnten hier drüben nochmal eine Schatzkammer bauen. Die wäre zwar ziemlich nahe hier am Feindesplatz. Und wir haben das Bevölkerungs... Ne, wir haben den Verdrescher. Wir haben den Verdrescher freigeschaltet. Okay. Dann würde ich doch mal sagen, den Verdrescher, den bauen wir doch am besten hier so rein, wenn es geht. Vorher, ich würde sagen, das ganze Gold hier drüben, das bauen wir uns weg. So. Okay. So. Zack. Genau. Und jetzt ein bisschen schneller, liebe Freunde. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Schnupsel, du kommst mit. Und Schnu, auch du kriegst eine auf den Sack. Gut, und jetzt haben wir quasi keinen einzigen Ork mehr. Das sollten wir am besten gleich mal ändern. Wir brauchen Orks. Wir brauchen viele Orks. Und eine Nager könnten wir uns auch noch holen wieder. Orks, Trolle. Trolle haben wir bislang noch nicht gefunden. Wo ist eigentlich dieses bescheuerte Einhorn? Einhorn sage ich schon. Dieses bescheuerte Einhorn. So, ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich das dann noch wegtue. Dann könnten wir hier nämlich nochmal eine Tür hinbauen. So, der Verdrescher ist ja fertig geworden, habe ich mitbekommen. Haben wir noch irgendeine Falle? Teergrube? Na, jetzt nicht im Moment. Wie sieht's hier aus? Die Wachstube fehlt. Dann mach mal eine die Wachstube. Bank war durch üppige Staatsanleihen gerettet worden. Ja, ich weiß schon. So, nächste Karawane kommt wieder in 5 Minuten. Bis dahin sollten wir eine einigermaßen große Armee vorbereitet haben. Und das heißt, ihr lahmarschigen Typen hier müsst euch mehr beeilen. Und wenn ihr dabei sterbt, ist es mir doch scheißegal. Leute, auf geht's. Manamesi, wie sieht's hier aus? Nicht so gut. Würdest du aufhören, dieser Nager hier auf dem Arsch zu starren? Los, beeil dich, geh weg. Der pöbelt doch tatsächlich hier mit dem Nager herum. Oh mein Gott. Amateure. Spinnen haben sich im Untergrund oh. breit gemacht. Ich fürchte, wir haben was gefunden. Ja. Ein Ausgerinnet da unten jetzt. Ich brauche alle Leute, die mir zur Verfügung stehen können. Alle Leute her. Schnell. Bist du ein... Oh, du bist ja ein böser Troll. Ja, der auch der hier. Also, was heißt ein böser Troll? Ein richtig böser Goblin, so wollte ich sagen. So, alle runter. Vorbereiten auf den Kampf. Okay, es ist schlecht, wenn ich sie direkt neben den Spinnen fallen lasse. Kloppel alles nieder hier. Oh, hier haben wir auch schon wieder ein bisschen Gold. Da wäre ich schon fast dafür, dass ich noch mehr Schnodderlinge eigentlich mir hole. Um damit den Goldanteil zu erhöhen. Noch ein regenerierender. Das könnten wir einem Ork geben. Hey, komm back. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Oh, da geht's schon los. Und sie sind schnell. Ich brauche all eure Hilfe. Oh ja, die sind sehr schnell dran. Weiß nicht. Hier. Und mein Zauber, bitte. Wow, die haben richtig viel Energie. Heilige Kacke. Guck dir das an, wie schnell das meine Truppen hier drauf gehen. Wow, also. Wow. Das ist echt ein bisschen krass, finde ich. Zahltag. Es ist Zahltag, auch schön. Bildet die Horde am besten noch frei holen jetzt hier. Und dann weiß ich nicht, vielleicht einen weiteren Schnodderling. Und dann weiter mit Orks aufbauen, würde ich sagen. Der Goblin. Nee, ich weiß nicht. Lieber noch mehr Orks. Ja. Orks ist momentan meine etwas höhere Priorität. Dann würde ich sagen, gebe ich das ja auch frei. Und bauen wir hier nochmal eine Schatzkammer her. Eine kleine üppige, bloß so für außenrum. So, mehr ist hier ja im Moment nicht. Wir könnten auch noch hier durchbauen. Könnten wir, wenn wir wollten.
Könnten wir. Könnten wir wirklich. Machen wir. Hier einen Durchgang. Dann kurz rüber gucken auf meine, apropos, meine Fallen. Ich brauche noch Fallen hier. Also hier möchte ich auf jeden Fall mindestens eine Drescherfalle sehen. Ich weiß nur noch nicht wo. Ah, vielleicht hier so, ja. Und wenn es geht, kriege ich hier auch noch so eine hin? Nein, eher nicht. Nein, eher nicht. Okay, stattdessen eine kleine Finte mit bösen Schatz. Mit bösen Schätzen. Hier rüber. Gut, und da muss ich zusehen, dass ich mir doch noch Türen freischalte hier. So. Nein, dankeschön. Baumart, Räume verbessern. Wie war das denn? Ich glaube, wir brauchen fast auch sowas hier. Weil, wie bereits gesagt, die sind mittlerweile stärker geworden, diese blöden Kerle. Hm, naja. Ich würde sagen, wir lassen es an dieser Stelle mal gut sein. Wir haben einen kleinen Anfang hier an einem neuen Dungeon gebaut. Das Level hat sich definitiv erschwert. Also, die Helden sind stärker geworden und das, macht mir Angst. Das gebe ich zu, das macht mir doch ein bisschen sehr viel Angst. Aber wir bauen uns im Dungeon weiter aus. Wir schauen zu, dass wir so viele Fallen hinbauen, wie es geht, um die Helden so gut es geht zu stören. Und ja, wie es hier weitergeht, das erfahren wir im nächsten Part. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch wieder mal sehr geholfen. Falls ihr es selber spielt, ein super geiles Spiel. Ich kann es jedem empfehlen, der auf sowas steht. Ja, ansonsten habt noch viel Spaß auf YouTube und Pornopolutz verabschiedet sich von euch mit folgenden Worten. Bye, tschüss!